Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Und wir stehen ja hier bei unserem Häuschen. Und naja. Mario hat mir gerade kurz vor Start der Aufnahme gesagt, dass wir wieder umziehen werden. Was soll ich denn davon halten? Bei Gelegenheit. Also das Problem ist ja, wir haben ja ein bisschen was vor und hier vorne das Gebiet sollte eigentlich der Hafenbereich werden. Und wenn wir unser Häuschen direkt am Hafen zu stehen haben, muss es sowieso irgendwann weg, weil hier kommen noch Lagerhäuser hin und sowas. Man kennt das ja aus so einer großen Hafenstadt. Da sieht es ja ein bisschen anders aus im Hafen. Da stehen ja keine Einfamilienhäuser rum. Das stimmt allerdings. Trotzdem immer dieses Umziehen. In Ark ziehen wir um. Bei Minecraft ziehen wir bald wieder um. Ja, und ihr seht hier schon diesen Krater hier vorne. Da stand ich letztens zufälligerweise rum. Da haben mich zwei Creeper angegriffen und hier so ein riesen Loch eingesprengt. Dann habe ich so ein bisschen Sandstein entdeckt, habe hier so ein bisschen was abgebaut, deswegen ist jetzt so ein bisschen größer das Ganze. Ein ganz klein wenig. Und dementsprechend haben wir schon gesagt, wir gucken uns das jetzt hier mal genauer an. Du hast ja schon ordentlich Fackeln hingebaut. Ich baue hier auch gleich mal das Eisen ab. Ist das Eisen? Das ist gar kein Eisen. Das ist Eisen. Doch, das Eisen. Ich habe natürlich die Axt genommen. Du hast auch noch Eisen bei dir? Ja, hier ist Eisen. Ja, das war gerade das Erste, was ich gesehen habe. Hey, du bist weitergerannt. Ja, naja. Da bist du am Eisen ja vorbeigerannt. Wie, da war noch mehr Eisen? Na, hier vorne direkt hier. Moment, ich komm zurück. Da ist es. Hey, geh mal weg, geh wieder hinter. Nein. Ich wollte nur zeigen, nein, ich baue es hier ab. Noch. Na, sonst kommen wir. Hier unten, guck mal. Ja, geh doch mal weg. Wenn du nämlich vor mir stehst, dann hau ich dich versehentlich mit der Spitzhacke und das will ich nicht. Das wollen wir wirklich nicht. Hier ist. Oh. Ich höre. Irgendwas zischt doch hier. Oh, Creeper, brennender Creeper. Da fällt mir gerade auf, ich habe gar kein Schwert mit. Was soll denn das? Ey, Creeper. Ich hol mir mal kurz ein Schwert. Ja, mach mal. Ach, scheiße, das war doch jetzt hier wieder die schlechte Idee. Aber macht gar nichts, ich habe überlebt. Anni randaliert schon wieder, macht alles kaputt. Randaliert, also. Wir haben ja auch den Hinweis bekommen, dass wir tatsächlich unsere Sachen reparieren können. Aber ich glaube, wir brauchen dafür erst einen Amboss, glaube ich, oder? Weißt du das noch? Ich glaube, da stand Amboss, ja. Kann jetzt aber gerade nicht sagen, wie der gebaut wird. Ja, das den Hinweis haben wir auch bekommen. Irgendwie sind Eisenblöcke oben, dann irgendwie in der Mitte ein Eisenteil und dann, drei Eisenbarren und dann unten irgendwie nochmal, keine Ahnung. Wo kam der denn her, der Creeper? Das glaube ich ja nicht. Was soll ich gerade auspacken? Achso. Hab ich in die Eier eingepackt? Hä? Bin ich doof? Also ich habe vier Eier in der Tasche. Ich habe die hier reingepackt. Ach, ich bin ja doof. Die müssen natürlich hinten hin, die können wir dann bei Gelegenheit in unsere Hühnerfarm schmeißen. Also wenn wir eine haben, ich wollte gerade sagen, seit wann haben wir denn eine Hühnerfarm? Was habe ich hier verpasst? Wir haben jetzt natürlich noch keine, logischerweise. Oh, ich kann eine Spitzhacke mitnehmen. Alles vergessen hier, unglaublich. Ja. Mensch, kaum machst mir Konkurrenz? Kaum mal einen Tag nicht gespielt, ne? Dann sowas. Oder zwei oder drei. Ja, letzte Aufnahme ist schon ein bisschen her. Ja, die war letzte Woche. Also gut, eigentlich diese Woche schon. Für uns ist jetzt Sonntag, Spätabend. Aber gut, macht ja nichts. Huch, ja. Ich sollte mir wirklich angewöhnen, nicht direkt unter mir abzubauen. Oh, Vorsicht, ist Lava. 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 Lava, Lava. Mr. Lava, Lava. Oh je. Okay. Mario ist gut drauf heute. So, wir machen kurz das Licht aus hier. Machen kurz Fackel ran. Ja, bitte. So, ich baue hier mal alles ab. Ich baue hier mal alles ein. Hm, klar. Ich baue hier mal ab. Wenn du schon nicht gut drauf bist. Was? Ich bin super drauf. Ich wüsste ja nicht, warum ich nicht gut drauf sein sollte. Außer, dass natürlich schon wieder Sonntag ist und morgen die Arbeitswoche losgeht. Für euch ist heute Montag. Ihr habt also schon das Schlimmste überstanden. Ja gut, ich auch. Ich auch. So ist nicht. Hier geht's aber echt schon ein bisschen tief runter. So, hier ist Kies. Oh, shit, das war die Fackel. Ja, in der anderen Höhle werden wir natürlich auch noch mal ein bisschen erforschen gehen, da wo wir am Anfang ja drin waren. Das haben wir ja schon gesagt. Da gibt's nämlich noch einiges zu sehen, hoffen wir. Also auf alle Fälle dieser tiefe Schacht, der da runterging, wollte ich auf alle Fälle mal runterkraxeln. Ja, das auf jeden Fall. Ich kümmere mich jetzt echt darum, dass ich immer das Eisen abbaue. Und ich muss mir einen anderen Shader zulegen. Mich nervt das hier, dass ich noch diese grünen Rahmen habe. Problem ist, ich habe ja auch schon mal den Shader ausprobiert von Mario. Also bei ihm sieht es ja alles ein bisschen anders aus. Der CUDA-Shader? Genau, der CUDA-Shader. Aber warum auch immer hängt das bei mir dann? Also das, ich habe da echte Grafik-Lags. Das ist echt nervig eigentlich. Weil ich das auch nicht verstehen kann. Schließlich kriege ich ja auch arg mit dem Rechner hin. Ja, wenn auch nicht auf super high und sonst was. Aber schon okay.
Und da hat jetzt Minecraft hier Probleme mit einem Shader. Deswegen bleibe ich noch bei diesem Mr. Meeps. Auch wenn jetzt diese blöden Ränder da sind. Vielleicht finde ich ja noch einen anderen. Mal schauen. Wir müssen ja nicht das gleiche nehmen. Das ist ja, oder eine andere Variante, die nicht unbedingt Ultra ist oder sowas. Also Ultra Shader, sondern halt, weiß ich nicht. Ja, Medium oder High oder ja, keine Ahnung. Genau, da muss ich einfach mal schauen. Ja, hier bei dem geht's ja auch, aber man hat halt die blöden Ränder. Was hier an Eisen kommt. Geil. Wir brauchen Eisen. Ja, und die hatte natürlich schon geschrieben, wir sollen halt zum Abbauen von den ganzen Sachen hier normale Steinspitzhacken nehmen. Also, weil ich mir aber sage, okay, wir finden halt so viel Eisen, dass es jetzt auch nicht das Problem ist, dass wir hier irgendwie jetzt die Eisenwerkzeuge verwenden und man will ja auch irgendwie mal ein bisschen vorankommen. Es geht ja ein bisschen schneller. Ja, eben. Nicht überragend schneller, natürlich, klar, es ist ein bisschen langsamer. Oh, als hier ist ein Blümchen. Ja. Ein Blümchen, oh, das kann ich jetzt nicht hier weghauen. Warum ist denn das hier so dunkel? Ist doch klar, dass hier Creeper kommen. Okay, da gehe ich jetzt aber nicht weiter. Wo bist du denn eigentlich lang, sag mal? Weiter runter, ich bin links rum, um die Ecke. Links runter? Okay. Ist das jetzt auch so eine komische Ecke, wo was passieren könnte? Wenn ich bei der Fackel hin. Ach ja. Ich glaube, man konnte irgendwo, wenn man F3 drückt, irgendwie schauen, wie das Licht ist. Licht 11, ich weiß nicht, ab wann die Viecher spawnen. Ich glaube, es war Licht 7, also Lichtstufe 7. Also ich nicht drauf festnageln jetzt. Okay. Ja, einen guten Krankenwagen. Ah, hier bist du runter. Alles. Nee, hä? Warte mal. Wo bist du lang? Hier lang. Da geht's. Geht's da wirklich lang? Nein. Du hast gesagt, du bist links lang. Ich bin jetzt hier, also hier ist nichts. Bist du denn lang? Ich glaube, ich bin links runter. Hey, geht's gar nicht runter. Ich finde ja hier gar keine Stelle, wo man runter kann. Na doch. Ja, wo bist du lang? Na da, nein. Das ist nicht links. Da. Na, da bin ich ja lang, aber irgendwann endet das auch. Nein. Doch, wirklich? Nein, da, hallo, ich bin da lang gelaufen. Wirklich? Nein. Ich bin lang und lang. Jetzt und hier lang. Links rum. Ach, da lang. Hm. Eisen. Jawohl. Ja, und an dieser Stelle mag auch nochmal erwähnt sein, wir werden das Farmen hier in den Minen nicht komplett offscreen machen. Das, also auch wenn viele von euch sagen, oh, hier in der Mine, macht das doch mal offscreen und boah, kein Bock, interessiert mich nicht. Ja, dann an der Stelle ganz ehrlich Pech gehabt. Also wir haben von Anfang an gesagt, wir können das nicht alles offscreen machen. Wir haben noch nebenher Ark zu laufen und es gibt auch noch die Streams nebenher. Wir haben nicht unendlich Zeit. Deswegen wird es halt auch mehr von dem zu sehen geben, was vielleicht nicht immer so spannend ist. Aber ich sag mal so, der geneigte Zuschauer hat damit auch weniger ein Problem. Aber ja, vor allen Dingen Leute, die uns nicht so häufig schauen oder vielleicht das erste Mal schauen, neigen doch schon dazu zu meckern. Finde ich immer ein bisschen schade. Ja, es lässt sich halt einfach nicht vermeiden. Das Problem ist halt einfach, wir haben wirklich mit Ark schon extreme Vorbereitungszeiten von mehreren Stunden teilweise und das wollen wir ehrlich gesagt in Minecraft nicht auch noch machen, sonst haben wir hier, weiß ja nicht, für eine Folge Minecraft oder sowas auch noch mal irgendwie so eine Stunde Vorbereitungszeit. Nee, das muss nicht sein. Also, ich meine, wir verstehen das schon und es sind auch nicht 100% des Farmens, die wir hier tatsächlich in der Aufnahme machen, aber einfach schon Teil. Also das müsst ihr dann einfach an der Stelle auch verstehen. Gerade wenn es auch darum geht, halt mal nach Diamanten zu suchen und sowas, ist also, keine Ahnung, dann finden wir vielleicht irgendwas offscreen und dann haben wir die auf einmal irgendwie im Inventar. Ist natürlich auch nicht so geil, wenn man das irgendwie dann sieht, oh ja, wir haben Diamanten gefunden, aber es hat keiner gesehen. Ja. Ist halt auch blöd. Genau. So, also ich kümmere mich auch wirklich nur um Eisen. Ich sammle nichts anderes ein. Ja, ich sammle schon ein bisschen Kohle ein. Gibt ein bisschen Erfahrungspunkte. Licht. Es werde Licht. Ich sehe nämlich nichts. Und meine Spitzhacke ist gleich kaputt. Großartig, wirklich großartig. Wir werden auf jeden Fall zusehen, dass wir ein bisschen was auch natürlich offscreen machen, logisch, aber... Ja, habe ich ja auch gesagt. Ein bisschen was schon, aber alles. Es geht halt nicht alles. Das ist einfach so. Wie gesagt, der Tag hat nur 24 Stunden und davon gehen schon eine Menge Stunden einfach fürs normale Leben drauf, ja. Und spielen ist dann der nette Zusatz. Ach, jetzt geht er mich immer auf den Weg hier. Was? Stehst du mir mal im Weg rum. Ja, da kann ich immer nicht abbauen. Bau mal schneller. Ja, und das ist halt einfach nur mal so, dass es sich nun mal nicht vermeiden lässt. Und man kann ja auch immer was erleben unterwegs. Ne? Man fällt auf einmal in ein Loch oder so, in eine Lava, und dann hat man sich aufgenommen, dann ärgert man sich. Ja, eben.
passiert halt nicht in jeder Folge irgendwas Spannendes, außer dass jetzt gerade meine Spitzhacke kaputt gegangen ist. Das war so super spannend. Hast du gerade eine mehr mit? Nee, wenn, dann kann man wieder raus. Also dann, wenn jetzt noch eine Kohle drin ist, hier drin. Ja. Ach Gott, ich bin erschrocken. Was war das für Geräusche? Ich dachte, hier kommt irgendwas, ein Zombie oder sowas. Es war mein Brötchen. Mein Brötchen. Ich suche jetzt erstmal den Kohle Weg an, zurück. Ey. So, tonnenweise Kohle. Ja, für diejenigen, die sich fragen sollten, die es jetzt vielleicht noch nicht mitbekommen haben, wir haben tatsächlich eine zufallsgenerierte Ressourcenverteilung gewählt. Die Ebenen sind gleich geblieben, wo was spawnt, also in welcher Ebene, also Diamanten werden jetzt nicht irgendwo bei da oben spawnen oder sowas, oder halt Redstone und die ganz anderen Sachen, das ist halt alles gleich geblieben, aber die Größe der Vorkommens zufallsgenerierten, glaube ich, Kohle ist irgendwie hier besonders groß geworden. Oh, bisschen falsch. Eindruck. Ja. Oh, haben wir, also Eisen haben wir jetzt nicht mehr. Ich habe alles eingesammelt, was ich so an Eisen gefunden habe. Ich muss ja erstmal den richtigen Weg nehmen. Und ich glaube, draußen ist es dunkel. Ja. Oh ja, es ist dunkel, ich höre es doch schon. Ja, Creeper, Mann, du! Nein, und Zombie, oh, das geht daneben. Wieder mal. Ja, schön. Was ist denn passiert? Ist alles super. Bin etwas empfindlich. Was das Explodieren von Creepern angeht. Ich habe dabei schon sehr häufig mein Leben gelassen. Ach. Oh, kann man so nicht sagen. Wir sind Dorfbewohner. Oh, was ist denn? Verzombisierte. Okay. Was war der Unterschied zu normalen Zombies? Nur, dass sie andere Klamotten tragen? Ehemalige Dorfbewohner sind. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Die kann man irgendwie wieder mit einer Potion oder sowas umwandeln in Menschen. Ja. So, ist da vorne los. Hallo Creeper, hier Skelett, links. Links, hinter dir. Ich bin mal weg. Im Wasser. So schnell bin ich nicht. Komm mal, explodier mal. Da. Zisch. Oder auch nicht. So, hier ist der Pool. Okay. Der Vorteil an den Shadern ist ja, man kann unter Wasser so weit gucken. Das mag ich wirklich. Also die Ursprungsvariante von Minecraft im Wasser mag ich nicht so wirklich. Denn da siehst du halt irgendwie nur 2 Meter weit gefühlt. Ja, das stimmt. So, Spitzhacke. Wie, jetzt hier ist keine mehr drin. Ah, ich habe ja hier noch eine, aber auch fast. Wir haben mal das Werkzeug drüben noch nicht abgeholt. Da kann das sein. Und da sind wir wieder. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, wir hätten alles drüben abgebaut. Aber wir können auch einfach nochmal gucken gehen. Aber ich lade jetzt erstmal aus, ey. Sonst nicht, dass ich hier drauf gehe und dann ist der ganze Rotz hier wieder nicht wollen soll. Soll ich das Eisen gleich mal einschmelzen? Das können wir alles direkt reinhauen, ja. Ja. Geht nicht noch hier? Ist ja schon voll das Ding. Nee, hä? Warte mal. Ach, da war jetzt noch Glas drin. Deswegen. Wir hatten aber noch Öfen, die baue ich mal kurz hin. Mach mal. Ein bisschen was in die Truhe packen. Sortiert wird später. Das muss jetzt nicht schön sein. Das muss einfach nur passen. Ich habe ja auch noch 4 Truhen. Soll ich schön bauen? Nee, erstmal sparen. Und hier den Boden seht ihr ja mal ein bisschen ausgebessert. Du kannst so nachts schlafen. Mach rum. Nein. Hast du jetzt so einen Ofen hier noch? Ich wollte weiter schlafen. Na, hier links, siehst du doch. Aha. Guten Morgen. Guten Morgen, so schnell habe ich nicht geguckt. Macht aber auch nichts. So, da ist jetzt voll. Kohle hast du. Ach, du hast hier schon. Ja, da geht doch noch was. Da geht total was. Und hier kommen die letzten 2 rein. Ja, dann habe ich eigentlich nur noch. Habe ich ja nur noch hier ein bisschen was zu futtern in der Tasche. Anni trödelt wieder. Was, ich trödel? Nein. Ich denke, wir wollen das Werkzeug holen. Na, los, geht's. Das habe ich natürlich nicht mehr Platz. Super. Ja, so, dann mache ich mich hier schon mal auf den Weg. Schauen wir mal, wann Mario so ankommt. Huch! Wahrscheinlich vor dir. Hey, ne Güte. Creeper. Der hat sich aber auch echt jetzt gerade so hingestellt, dass ich ihn gar nicht erkannt habe. Haha, Creeper zerstört. Ohne zu sterben. Klopf auf Holz. Ach ja, das gute Dörfchen. Da unten ist immer noch dunkel. Haha, überholt. So schnell kann es nämlich gehen, hier mit dem Überholen. Ha. Gucken, hier. Mein Gott. Ne? Ist mir ein Bein gestellt. Ja, selbstverständlich. Du weißt, mit wem du hier um die Wette rennst. Ja. Eben. Mit dir. Du verlierst sie wieder. Nein. Du weißt nämlich gar nicht, wo es hingeht. Doch, ich habe nämlich einen Marker. Marker? Da steht Home Sweet Home. Ich weiß, wo ich hin muss. Das weißt du sonst auch immer. Also theoretisch. Theoretisch weiß ich das. Praktisch ist das immer eine ganz andere Geschichte.
Ja, ob du es nochmal schaffst, mir den Weg abzuschneiden, ich glaub's fast nicht. Ich glaub's auch nicht, aber es macht nichts. Es sei denn, ich hänge mich hier gleich am nächsten Baum auf. Oder bleib mit dem Fuß irgendwo hängen. Ja, das Ah! würde ich sehr begrüßen. Nein, ich muss essen. Essen, essen, essen. Nom, 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 Nein, ich hänge am Baum. Nein! Nein! nom. Verloren. Der hält mich fest, der Baum. Ja, richtig so. Ich habe das mit dem abgesprochen. Ich glaube auch, das war ja so die fiese Falle. Die fiese Oh, Falle. hier liegen 2 Eier rum. Sehr schön. Komm mal mit. Das lohnt sich ja auch. Ist ja nicht so, dass wir uns hier betteln. Oder vielleicht doch. Doch. Hi, hi. Du bettelst ja wieder, dass du gewinnst. Ich. Du bist ja so lustig. Und hier. Oh. Aber das mache ich jetzt trotzdem. Oh. Au. Diese Schmerzen. So, schnell weiter. Au. Ja, so aus zu luftiger Höhe sollte ich vielleicht nicht so oft runterspringen. Ich glaube, das kann blöde Folgen haben. Ja, das stimmt allerdings. Wie weit musst du noch? Ich habe noch 160 Meter Oh, ungefähr. weia, dann bist du ja vor mir. Das halte ich ja nicht aus. Ich bin schon wieder umständlich gelaufen. Glaube ich. Oh Na, wir Mann. werden es gleich sehen. Da hast du dann aber selber Pech, würde ich sagen. Ja, das passiert mir halt öfter mal, dass ich einfach einen komplizierten Weg nehme, wo man doch nicht so schnell Und ich hatte ja ankommt. schon mal offscreen angefangen, so einen kleinen Weg nach unten zu bauen in der anderen Mine. Also, dass wir einfach mal in tiefere Ebenen kommen. Und da wollte ich eigentlich demnächst nochmal gucken gehen, was da so los ist. Ja, das kannst du auch machen. Also, ich bin da. Ja, ich nicht. Ja, ich habe wieder den komplizierten Weg genommen. Wollte ja sowieso noch ein bisschen was wegruppen. Ja, also jetzt schau mal nach, ob da wirklich so viel Zeug noch übrig ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich Du weiß hattest auch nicht. damals tonnenweise Werkzeug gebaut. Ja, aber das war jetzt auch nicht tonnenweise. Das waren so ein paar Spitzhacken. Hier habe ich schon einiges verbraucht. Ja, aber von dem Zeug hier Na, guck mal nach. ist noch tonnenweise drin. Okay. Ja, ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Ich weiß gar nicht, was du hast. So. So, Schnups, Schnups. So, und zwar hier unten hatte ich nämlich angefangen, irgendwie so einen Weg zu graben, hier so, ich einfach mal in die nächsten Ebenen runter wollte, weil ich nicht weiß, wie weit da hinten runterkommen. Oh, hier ist ein Eisen. Gute Eisen. Der gute Eisen. Das sieht ja hier so. Warum ist denn hier alles? So. Warten, warten. Das sah so leer aus, aber wir haben ja alles abgebaut. Muss ja auch leer sein, so. So. Nehmen wir ja alles mal mit. Her damit. Schwarzpulver. Bauen wir mal die Kiste noch ab. Jawohl. Willst du das eigentlich hier dann lassen, das Häuschen? Na, wir haben da Mit Bett gesagt, und dass wir so? hier für die Mine erstmal noch das Häuschen lassen. Okay. Einfach hier so einen Ausgangspunkt haben, wo wir oben ein bisschen was lagern können. Da. Tür zu. Okay, dann. Fehlt dir hier schon immer die Mauer? Und die habe ich gerade weggemacht. So. Ja, da Gut, habe ich ich nicht aufgepasst. baue erstmal kurz ein Stück weiter nach unten. Einfach mal, dass wir mal nach unten gucken, was da so los ist. Ich komme mal zu dir. Oder bist du gerade in der Mine? Ja. Also, oh. Dann komme ich jetzt mal runter. Es sei denn. Ach, wobei, ich könnte auch einfach das Zeug rüberbringen und du bleibst da alleine. Ja, toll. Na, willst du Gesellschaft oder nicht? Nö. Siehste. Dann sammle ich alles alleine ein, was ich habe. Mama? Was ich finde. Ja. Oder auch nicht finde. Ich renne dann zurück. Einfach nur. Mit der Absicht, dass das Zeug auch ankommt. Ist ja nicht immer so einfach, deswegen ich nutze noch die Chance, solange es hell ist. Ich habe noch gar keinen Marker gesetzt für unser aktuelles Häuschen, was ja kein Häuschen bleiben wird. Aber gut. Ach ja. Da vorne ist eine Höhle. Hast du hier schon mal diese Höhle gesehen? Kannst du mal kurz auf meinem Bildschirm schauen? Das ist, Gesehen bestimmt, aber ich war noch nicht drin. Keine Ahnung, was da so los Sieht ist. verlockend aus. Können wir Dann uns bei Gelegenheit mal geh da mal angucken? rein. Alleine! Ja, hallo, du wirst wohl alleine in eine Höhle können. Hör Gott! mal. Hör mal. Ich habe Hör mal, Angst. sag mal. Hör mal, sag mal. Sag mal, hör mal. Oh je. So, Creeper. Gleich das Erste, was man sich hier angucken kann. Ein Creeper. Ja, und du kommst gleich her, ne? Das haben wir gern. Leuchten hier. Oh mein Gott, nein, Farbe nein, nein, leuchten. aus.
Elendigen so. Silberfische. Jetzt ist der da unten gelandet, oder was? Ich sehe nix. Machen wir noch ein bisschen. Ach, der nächste? Aber nicht, dass der jetzt hier hochkommt. Oh je. Jetzt guckt er mich an. Ja, hallo. Bist du traurig? Aua, gleich zwei. Warum sind denn hier so viele Silberfische, sag mal? Aua, aua. Ein bisschen Bedenken. Wo kommt der die denn her, sag mal? Weg. Der kommt da nicht, der kommt da nicht hoch. Ich habe einen Bogen mit. Ich habe Pfeile. Das probiere ich aus. Ich bin mal mutig. Creeper! Hallo! Wo bist du? Wo kommen denn, ist das Zufall hier? Sind die nicht eigentlich nur in der Nähe von Festung, sag mal? Die komischen Silberfische hier? Oder sind die tatsächlich in Extreme Hills unterwegs? Ich weiß es gar nicht. Anscheinend schon. So, Creeper, du wirst nicht überleben. 3-4 Mal getroffen. Oh, ist der doch noch explodiert. Aber das macht gar nichts. Und da hinten geht's solange wieder du noch raus. Lebst, ist alles in Ordnung. Ich lebe, aber das ist ja lustig. Da geht's weiter raus. Könnt ihr das vielleicht mal irgendwie in die Kommentare schreiben? Also gibt's die Silberfische nur in Extreme Hills? Oder ist es tatsächlich in der Nähe von einem Dungeon oder sowas? Oder von einer irgendwas anderem? So. So, Gott, wie tief sind wir denn hier? Hose, wir sind hier bei. Wir sind ja bei 39, da geht noch was, dann müssen wir noch weiter runter. Ich will den Pfeil wieder haben. So, eigentlich. Oh. Was ist denn da oben? Da geht's ja hoch. Ach ja, das gucke ich mir doch mal kurz an. Bin ich aber neugierig, was hier los ist. Einfach, das war erstmal direkt, also ich hätte natürlich jetzt auch direkt einfach mal schnurstracks nach unten eine Treppe graben können, aber ich wollte hier so ein bisschen eine Wendeltreppe reinhaben, dass ich ungefähr an der gleichen Stelle bleibe, wo ich oben auch angefangen habe, circa. So ungefähr. Was ist hier los? Kohle? Ach so, okay, das ist jetzt nichts Besonderes, das war nur ein Loch in dem Bereich, okay. Das macht gar nichts, dann... Das kann ich dann auch wieder zumachen hier. Sonst irritiert mich das. So. Oben kann noch ein Licht hin. Auch noch ein Licht hin. Naja, so weiß man wenigstens, dass man schon mal in dieser Höhle war. Und wie komme ich jetzt hier raus? Beim See. Kann ich baden? Irre. Wirklich irre. Aber ich muss weiter. Ich muss zum Auer. Ich muss zum Dorf. Oder Richtung Dorf. Na, da in der Nähe ist ja unser Häuschen. Genau deswegen, wie gesagt, ich habe den Marker noch nicht für unser Häuschen gesetzt, aber... Du redest immer so viel. Ach, lass mich doch mal reden. Ich höre hier gar nicht, wenn die Zombies stöhnen. Tja. Ich hab gemacht. Tihi. So, weiter geht's. Stimmt, ich wollte mal gucken, wo ungefähr jetzt das war, wo der rumgestöhnt hat. Ist auch lustig, bei manchen Sandbrocken ist eine Spitzhacke abgebildet, aber wenn man die abbaut, dann ist doch keine drin, ne? Nein, das ist einfach nur... Dekorativ. Da wurdest du das letzte Mal verschüttet. Ich wurde... Echt? Ich höre das immer nicht. Füße waschen. Na, irgendwo hier ist ein Hohlraum, irgendwo sind Zombies. Au! Frage ist, wo? Nein, nein, nein. Ist ja ein Trick, irgendwie das zu finden, außer nach Geräuschkulisse hören, was jetzt natürlich schwierig ist, wenn Anni die ganze Zeit redet. Du Arme. Was ist da hinten? Ist das Kohle? Scheiße. Oh. Nee, das Gold. Ha, Gold. Du hast Gold gefunden? Ist ja wahnsinnig, bin hier runtergefallen übrigens. Endlich mal wieder. Dann bauen wir gleich Eisen ab. Oh, habe ich hier vielleicht noch, ja, ein paar Stecker habe ich noch mit. Ich habe natürlich keine Kohle mit. Warum habe ich keine Kohle mit, sag mal? Das kannst schon nur du dir beantworten. An 5000 Millionen Kohlevorkommen vorbeikommen, ne? Und wird keins mitgenommen. Hier ist Kohle. So. Bauen wir jetzt mal den Weg nach oben. Habe ich hier nicht eigentlich noch Erde gesammelt? Dieses Rumgestöhne hier von den Zombies, unglaublich. Mann. Hä? Oh. Und hoch.
Immer falle ich irgendwo runter. So, nein. Jetzt traue ich mich gar nicht mehr, irgendwas zu sagen. Ja, und tust es trotzdem. Naja, aber nicht mehr wirklich. Nur weil du nicht in der Lage bist, das selber zu hören. Ja, wenn du mir von links ins Ohr quakst, sozusagen. Ich quack dir nicht ins Ohr. Quark. Dann musst du deinen Spielton lauter. Ich habe den gerade schon voll auf ein Maximum gedreht, damit ich überhaupt was höre. Dann mal die Lauschlappen überprüfen lassen. So, jetzt höre ich nur noch Fledermäuse. So, ab nach oben. Ach Mann. Jetzt. Das reicht ja noch nicht. Oh, Lapis Lazuli. Ui, was kann man damit machen? Nur Deko, oder? Nee, man kann da auch ein paar Sachen mitmachen. Ich weiß aber nicht mehr hundertprozentig, was es genau ist. So, da. Hey, ich bin noch nicht gestorben. Wir sind hier bei 21. Wir kommen doch langsam in die Bereiche, wo wir die guten Sachen finden. Was ist denn dann noch so? Wann beginnen die Diamanten? Ich glaube, weiß es aber nicht hundertprozentig, ab 11 oder so. Mhm. Naja. Ich glaube, das Dörfchen leuchtet und leuchtet. So. Ich würde sagen, ich gehe mal noch weiter runter. Mal gucken, was wir so finden. Das stimmt. Oh. Oh? Hier ist Hohlraum. Na, spannend. Wer weiß, wo es da weitergeht. Das Gold. Jetzt habe ich... Nee. Hä? Was denn jetzt... Wo sehe ich denn das Dorf nicht? Ach. Wieder einmal im Kreis gedreht und die Orientierung verloren. Naja. Wie immer. Kennen wir ja schon. Zombies! Aua! Aua! Oh nein, 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 nein. Was ist Gott, denn hier Fledermaus, erschreck mich doch nicht so. Au, ey, wo kommen die... Scheiße, Baby-Zombie, aua. Du brauchst einfach auch nur, ne, nicht einen Wolf klicken. Naja. Nie darf ich hier mir irgendwie einen Wolf klicken. Was sind denn das für Geräusche, sag mal? Also außer die Fledermäuse, was war denn gerade für komisches? Ach, das war mein... Oh, Diamanten! Was? Episch! Und Redstone! Ja, gleich alles, oder was? Du willst es wissen. Mario findet hier gleich wieder alles. Und da noch mehr Redstone. Meine Güte, ich erschrecke mich jedes Mal, weil so ein... Oh mein Gott, geh weg, geh weg. Elendiger Creeper. Von hinten ran schleichen und explodieren, das haben wir gerne. Freundchen. So. Jetzt mal ausleuchten hier den ganzen Saftladen. Den Saftladen? Oh ja, explodier. Und der Creeper hat den anderen Creeper leider nicht getötet. Schön wär's gewesen. Gut, aber ich habe hier schon mal Diamanten gefunden und ich habe Gold gefunden. Großartig. Spinnen! Oh nein, mein Schwert ist kaputt gegangen. Habe ich noch ein Schwert? Ja. So, ich guck mal kurz unten drunter, nicht, dass sie hier direkt über den Lavasee sind, die Diamanten. Die Fledermaus ist gerade verbrannt, glaube ich. Besser ist das. Die ist irgendwie gerade irgendwo hinter mir verbrannt. Oh! Ey! Ja! Blöde Spinne! Diamanten! Ja, sehr cool. Und wahrscheinlich auch gleich wieder in so einem richtig großen Gebiet. Mann! Ich sollte hier selber an den Stellen, wo die Creeper Löcher reinspringen, Schilder aufstellen, Fackeln aufstellen, einfach, dass ich da nicht reinrinne. So, ich würde sagen, wir machen trotzdem erstmal einen Cut an der Stelle, quasi. Ja, auf jeden Fall. Und ja, wir sind schon durch und ich muss auf alle Fälle mal zusehen, dass ich hier noch ein bisschen den Weg nach draußen finde. Wäre sinnvoll. Immer diese Geräusche auf dem Sand, unglaublich. Ja, und ich bin jetzt hier hoffentlich... Irgendwo auf der Erde. Hä, wo bin ich denn? Au! Ich glaube, ich bin eigentlich in der Nähe von unserem... Nee, bin ich nicht. Da sind noch mehr Diamanten. Ich finde unsere Hütte schon. Hallo, was ist denn hier los? Warum sind denn hier so viele... Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Warum sind hier zwei Vorkommen nebeneinander? Sag mal. Das kann ich dir nicht beantworten, aber vielleicht wissen unsere Zuschauer das, wie das denn kommen kann. Ansonsten würde ich sagen, schaltet morgen wieder ein, wenn es weitergeht, hier mit unserem Abenteuer... in der Höhle, beziehungsweise für mich das Abenteuer, den Weg nach Hause zu finden. So, denn jetzt reicht es aber langsam mit Abmoderation hier. Immer, dass das immer 5 Stunden dauert mit dir. So. Also, wir sehen uns morgen wieder in der neuen Folge Minecraft. Und Anni ist natürlich auch wieder am Start. Ja, natürlich. Wenn sie den Weg findet. Und ansonsten bin ich alleine da. Okay. Also dann, bis morgen. Ciao.